Vor rund 12.000 Jahren formten die abschmelzenden Gletscher der letzten Eiszeit ein einzigartiges Meer mit eindrucksvollen Küsten und einer Vielfalt an Leben. Unsere Ostsee. Im Norden Europas, zwischen Skandinavien und dem Baltikum, erstreckt sich die Ostsee mit einer Fläche von gerade einmal 412.560 Quadratkilometern. Damit zählt sie zu den kleinen Meeren unseres Planeten und ist doch das größte Brackwassermeer der Erde. Ihre heutige Gestalt, geprägt durch eine formenreiche Küstenlandschaft, entstand über Jahrtausende hinweg durch das Zusammenspiel von Meeresspiegelanstieg und Landhebungen. Eine Besonderheit der Ostsee ist ihr geringer Salzgehalt. Nur über die Verbindung zur Nordsee erfolgt der Wasseraustausch mit salzhaltigeren Weltmeeren. Als Brackwassermeer ist die Ostsee ein sensibles Gewässer, da viele Lebewesen auf einen konstanten Salzgehalt und gleichbleibende Temperaturen angewiesen sind. Doch nicht nur der Anstieg der Temperatur, auch die Eutrophierung des Wassers durch Nährstoffeinträge und vielfältige menschliche Nutzungen bedrohen dieses fragile Ökosystem. Das Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume untersucht, erforscht und dokumentiert deshalb diesen einzigartigen Lebensraum, um ihn zu schützen und zu erhalten. Taucht man ab in die oftmals unterschätzte Unterwasserwelt unserer Ostsee, stellt man schnell fest, dass es hier sehr viel mehr gibt als Quallen und kargen Meeresgrund. Wer einen Blick unter die Oberfläche wagt, dem eröffnet sich eine formenreiche Unterwasserwelt voller Leben, ein buntes und atemberaubendes Bild unserer heimischen Natur. Der geringe Salzgehalt schafft einzigartige Lebensbedingungen für Flora und Fauna. Viele verschiedene Wasserbewohner wie Krebse, Schwämme oder die sogenannte Seenelke finden in der Ostsee unter anderem durch ihre Anpassungsfähigkeit eine geeignete Nische. In der Küstenregion bilden die benthischen Ökosysteme des Seegrases großflächige Wiesen. Bei hoher Bestandsdichte dämpfen die Seegraspflanzen die Strömungsgeschwindigkeit des Wassers und dienen mit ihren Wurzelsystemen als Stabilisatoren des weichen Sediments in Küstennähe. Viele Fischarten nutzen die Seegraswiesen als Kinderstube für ihren Nachwuchs. Dank der verminderten Strömung durch die dichten Blätter eignen sich die Wiesen ausgezeichnet als Eiablageplatz und bieten den geschlüpften Jungfischen Schutz vor Fressfeinden wie zum Beispiel der Meerwalnuss, einer jüngst eingeschleppten Rippenquallenart. Die Seegraswiese ist einer der wichtigsten Lebensräume im Flachwasser der Ostsee. Darüber hinaus nimmt sie Schadstoffe wie zum Beispiel Dünger der Landwirtschaft aus dem Meer auf und dient so auch als Filterorgan. Neben dem Seegras gehören auch die ausgedehnten Muschelbänke zu den natürlichen Filteranlagen der Ostsee. Muscheln filtern zur Nahrungsaufnahme bis zu einem Liter Wasser pro Stunde und sind so besonders gefährdet durch im Wasser enthaltene Schadstoffe und Verschmutzungen. Außerdem dezimiert die kommerzielle Nutzung als Nahrungsmittel die Anzahl der Muschelbänke. Besonders für Fische wie den Seehasen, der bevorzugt an Steinriffen und Muschelbänken laicht, ist dieser geschützte Bereich ein wichtiges Habitat, das es zu schützen gilt.
Einen weiteren unentbehrlichen Lebensraum unserer Ostsee stellen die Steinriffe dar. Sie geben der Unterwasserwelt Struktur und bieten Pflanzen und Tieren, wie zum Beispiel der lebend gebärenden Aalmutter, damit eine vor Umwelteinflüssen und Fressfeinden geschützte Umgebung. Strömungsberuhigten Areale der Steinriffe bieten auch kleineren Lebensformen Platz und Schutz. Seepocken und Hydrozoen besiedeln in großer Zahl die haltgebenden Gebiete und bilden farbenfrohe Biotope mit einem besonderen Artenreichtum. Die meisten Arten der Ostsee, wie zum Beispiel die gemeine Strandschnecke, sind Lebewesen, die aus salzreicheren Meeresregionen stammen und sich im Laufe der Zeit dem salzarmen Milieu des Binnenmeeres angepasst haben. Je nach Anpassungsfähigkeit des Organismus an den Salzgehalt suchten sich die Tiere ihren Lebensraum im Brackwasser der Ostsee. Das fragile Ökosystem der Ostsee ist durch einen langsamen Wasseraustausch sehr stark von Umweltschwankungen betroffen. Hinzu kommt der Einfluss des Menschen, der deutliche Spuren in der Natur hinterlässt. Damit die Biodiversität nicht verschwindet, arbeiten seit den 70er Jahren die Anrainerstaaten im Zuge eines multilateralen Umweltabkommens, der Helsinki-Kommission, gemeinsam für den Erhalt der Ostsee. Die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen des Landesamtes für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume forschen und arbeiten täglich, um diese einzigartige Unterwasserlandschaft direkt vor unserer Haustür zu bewahren. Für Sie, für die Natur und für Schleswig-Holstein.